Ja, willkommen zu einem neuen Video. Heute eine Rezension von Der tote Journalist, die Polizeireporterin von Hannah Paulsen. Das Cover zeigt so ein bisschen ja, mehr und ist jetzt leider in Schwarz-Weiß, weil ich es als E-Book habe. Das ist eine Reihe, das er eingangs erwähnt, die leider nicht fortgesetzt wird. Ich habe dazu schon ein Einzelvideo gemacht. Das müsste eigentlich schon online sein. Einzelvideo heißt, ich habe zwei Reihen vorgestellt in Kürze, die ich sehr gut finde und die leider nicht weitergeführt werden von Verlagsseite. Aber trotzdem gibt es hiervon, glaube ich, mittlerweile drei Bände, die ich auch alle noch plane zu lesen, beziehungsweise den ersten habe ich ja schon gelesen. Ich habe das irgendwann mal entdeckt, als ich mein E-Book irgendwie mal wieder mit ein paar Krimis gefüllt habe und hatte das jetzt angefangen zu lesen, als ich privat unterwegs war, ein längeres Wochenende auf Reisen. Und ich konnte kein dickes Buch mitnehmen. Zu diesem Zeitpunkt habe ich noch von John Gwynne, dieser dicken Klopper, gelesen. Band 2 der Getreuen und Gefallenen Reihe. Und da kam mir dieses E-Book hier natürlich wieder mal sehr gelegen. Ich nutze das sehr situativ und habe eben diesen Krimi angefangen, der mich deshalb angesprochen hat, weil es eben kein klassischer Krimi ist, sondern weil wir hier statt einem Ermittler eben eine Polizeireporterin haben. Und diese Reporterin ist Gesa Jansen. Und das Besondere hier ist, dass der Tote in diesem Mordfall, also das Opfer, ihr Kollege und Polizei-Ressort-Chef sozusagen, Uwe ist. Und damit beginnt das Buch. Gesa Jansen hat eine sehr bewegende Hintergrundgeschichte. Sie hat als Kriegsreporterin gearbeitet und da ihren Freund quasi verloren im Sinne von, er ist vermisst immer noch und sie arbeitet jetzt als Polizeireporterin bei einer fiktiven Hamburger Zeitung, die Abendblatt und Morgenpost zusammen gemorpht hat sozusagen. Hat die Autorin ganz witzig gemacht, wie ich finde. Und hier ermittelt natürlich die Polizei in diesem Fall, aber wir bekommen die Perspektive von Gesa Jansen mit, die eigenen Ermittlungen anstellt. Und dieser Tod, der scheint auf einen alten Fall zurückzugehen. Zudem gibt es noch einen zweiten, keinen Mordfall, aber einen zweiten Fall, der hier eine Rolle spielt, wo es um Politik und Bestechung und so, Vorteilsnahme geht. Aber der Hauptteil dreht sich schon um diesen Mord an ihrem Kollegen Uwe, der vergiftet wurde, was bedeutet, es kann sozusagen jeder gewesen sein, da man jetzt nicht der mega krasse Muskelmensch war, um so einen Mord auszuführen. Und hier ermittelt eben jetzt Gesa auf eigene Faust, muss aber gleichzeitig natürlich auch den Job von Uwe machen. Bedeutet, sie ist jetzt aktuell alleinige Polizeireporterin, bekommt dann aus dem Kulturressort einen Kollegen, ich glaube Björn heißt der, zur Seite gestellt, der ein bisschen lustig charakterisiert wird, denn eigentlich interessiert er sich nur für Konzerte, Klassik und so, Eröffnungen, Museen und sowas, Kultur halt eben. Und er muss plötzlich von jetzt auf gleich eben in diese Polizeiredaktionsarbeit. Am Anfang fremdelt er damit sehr und Gesa mit ihm auch. Aber die beiden, die werden dann doch ganz gut warm miteinander, während Gesa diesen Fall aufklärt, indem sie alte Quellen sozusagen anzapft und dabei sich selbst in Gefahr bringt. Das Schöne ist noch, dass die Protagonistin eben in Hamburg arbeitet, relativ in der Innenstadt, aber im alten Land, beziehungsweise an dem Hamburger Stadtteil südöstlich unterhalb der Elbe wohnt, der quasi ins alte Land grenzt. Und deshalb hat sie so diesen Land, Apfelbaum, Plantagen, Fluss direkt vorm Haus, hinterm Haus, Vibes. Gleichzeitig aber auch die Großstadt mit den Großstadtmorden, mit den ganzen Polizeisachen. Sie kennt natürlich auch den einen oder anderen Kommissar, also einer, der mitarbeitet, Kracht, mit dem kommt sie gut klar. Die andere, Frau Lück, mit der kommt sie weniger gut klar. Und das Ganze hat so eine schöne Dynamik und lässt sich relativ gut weglesen, hat irgendwie 300 irgendwas Seiten. Auf dem E-Book ist er immer ein Prozent. Aber man kann das dann doch ganz gut weglesen. Mir hat das eben auf dieser Bahnfahrt, wo ich es angefangen habe, sehr gut gefallen. Ich habe es dann hier im Tages-To-Doing parallel quasi zu Ende gelesen. Ich hatte zeitweise also zwei
Hauptbücher, wobei ich ja meistens immer nur eins lese, im Sinne von ein Krimi oder Thriller oder Fantasy oder wie auch immer. Vielleicht noch ein, zwei Sachbücher dabei, Kochbuch, wie auch immer. Aber in diesem Fall habe ich zwei Bücher parallel gelesen und das hat ganz gut geklappt. Bonuspunkte gibt es hier noch, weil die Autorin, die selber mal bei Lokalzeitungen und beim Radio oder Fernsehen oder so war, glaube ich, auch den Redaktionsalltag so wunderbar, wunderbar schön auf den Punkt bringt. Mit einer nie zufriedenen Chefredakteurin, mit ständigen Deadlines, mit ständigem Denken in Aufmacherthemen, einfach schön gelöst mit Themenkonferenzen und allem, was dazugehört. Und ja, eben dieser Krimi-Fall, von dem ich jetzt an sich gar nicht so sehr viel verraten möchte, weil ich ja immer will, dass ihr gute Bücher selber lest. Und das ist ein gutes Buch. Von mir bekommt ihr es 5 von 5 Sternen und ich bin jetzt schon ein bisschen traurig, dass diese Reihe Stand jetzt erstmal nur drei Bände haben wird. Bin immer sehr gespannt, was die Autorin in nächster Zeit noch so an Büchern herausbringt. Sie schreibt vor allem was Neuem. Ich bin gespannt und angefixt. Und wenn ihr Hamburg mögt und oder Journalismus, Polizeiarbeit, wie auch immer, allein einer dieser drei Gründe, dann solltet ihr dieses Buch auf jeden Fall mal auf eurer Liste setzen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Sagt mir mal, ob ihr schon mal sowas in der Art gelesen habt oder eher so beim klassischen Ermittler- und Detektiv-mäßig unterwegs seid. Bis zum nächsten Mal. Ciao.